So, und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play. I wanna be the Bushi. Hallo! Wir spielen jetzt mit OP, weil er brennt und OP ist cool. Oder OP, keine Ahnung wie er heißt. Wahrscheinlich OP, aber ich nehme Wie heißt der Patze? Los, sag es! Wer? Weiß es auch nicht. Du hast Ahnung davon, los, sag es! Na was? Wie heißt der? Der Burning Man. Oh, wie heißt der? Keine Ahnung. Ich kenne ihn zwar vom Aussehen, aber ich kenne seinen Namen nicht. Okay. Hier. Während Claudio ja gerade wieder aufnimmt. OP. Okay. Claudio nimmst ja schon wieder auf, oder? Ja. Okay, jetzt ist Zeit hier Geschichten von der Zocker-Crew zu erzählen. Okay. Juhu. Okay. Gibt schon beide. OP, guck du mal bist später. Scheiße. Ich nehme oder hast du das nicht bekommen? Bei mir fehlt Affinchen als Manager. Trotzdem fehlt noch ein Team. Oh. Gimme Affini. Grievous ist so ein Otaku, ey. Stör ich zum Weeaboo. Oh Gott, der schert sich mit diesem Scheiß. Bei Wolfgang spielt ja noch Helene Fischer als Manager. Warum Helene Fischer? Weil, ja, dazu müsstest du erst Uncharted LP geguckt haben. Hab da nicht, weil Uncharted niemanden juckt. Aber ich sag ja nur, wenn du es geguckt hättest, wüsstest du wieso. Ich hab ein paar Videos geguckt, aber wahrscheinlich nicht den. Und es ist mir eigentlich scheißegal. aber ich bitte dich, es gibt nichts Besseres als die Bondage Helene Fischer. Bondage? Ja, die Bondage Helene Fischer. Warum? Nun, das kam aber so spontan. Es hatte mit einem Typen Because of einen Pfosten fest. Jetzt weiß ich, wofür sie das Silbereisen verwenden. Oh, du meinst wohl, warum sie Florian sein Silbereisen verwendet? Ja, genau. Ich will nur what I mean. Das ist lustig. Florian sein Silbereisen, verstehst du? Natürlich versteht Claudio jetzt. Er ist ja nicht so ein Diabo wie du. Aber ich hab's doch auch verstanden. Ja, aber nur alleine die Tatsache, dass du es nochmal erwähnen musstest, macht dich zu einem Viabo, du. Eindeutig. Verstehst du, Patze, verstehst du sein Silbereisen? Hast du den Witz von Patze verstanden? Ich bin super. Patze, hast du den Witz von Patze verstanden? Dude, mate, I swear I'm going to murder you in your sleep. Going to make you suffer. Verstehst du? I'm going to delete all them Zocker Crew videos. Außer die Claudius gemacht hat. Okay. Und da ist ein Deckband und er steht auf der Rampe und Sammy Sane so, ja komm doch her! Ja komm doch her! Und jetzt da und der Deckband nach geht unten du den laufen Jumper. Und Sammy Sane verprügeln! Geht du den Jumper, Patzi? Oder? Jetzt geht doch mal du den Jumper! Yes, I did it! Yeah, good Level Design. Good Level Design. It really is good Level Design, huh? Good Level Design. It's really good Level Design. Ich hab mich nur ganz kurz gefreut. Ja, nur ganz kurz, aber. Nein, ich wollte doch abspeichern. Guck mal, wie viele Dings es hier gibt. Was höre ich da im Hintergrund? Ich höre da auch was, aber ich weiß nicht, was das ist. Daniel, what the fuck are you doing? Oh ja. Ah, ich darf nicht mal die Wände hier drücken. Daniel, what the fuck are you doing? Okay, und halte die Leute, ich muss kurz weg. Abteilungsleiter. Claudio ist schon wieder weg. Hä? Claudio ist schon wieder weg. Du bist Claudio weg? Weil Claudio gesagt hat, er ist weg. Oh Mensch, Claudio, musst du wieder Kapu sauber machen. Weil er auf den Boden geschissen hat und sich dann in der Scheiße gewälzt hat. Er hat die Schnauze, what the fuck? Keine Ahnung, Mann. Die Geschichte mit Stefan Schmitz ist damals genauso entstanden, also lass mich Ruhe. Magst du etwa keine Geschichten, wo Scheiße drin vorkommt? Nein! Will ich nicht! Hör auf damit, das ist doch...
Hör auf damit! Warum ich? Was? Oh Mann, was? Weißt du nicht mehr, Dead Rising mit seinen Kumpanen? Oh Daniel, warte mal, Daniel, why you do this? Why you do that to me? Entschuldigung, ich hab gerade auf WhatsApp geschrieben, was war? Kennst du nicht mehr unseren Kumpan, dessen Namen ich vergessen habe? Mit jetzt, warum ich? mit dem Laubgebläse. Ja. Das ist abgespackt. Oh ja! Mann, wir müssen unbedingt irgendwann nochmal ein Let's Play von diesem Spiel machen. Ich will auch echt ein Let's Play davon haben. Das wäre so lustig, glaube ich, dass man dafür Momente rausholen könnte. Einfach allein, weil die KI so wunderbar ist. Und ich dann eine Armee von Leuten mit mir rum. Ey, ich finde das mega geil, dass du nicht nur einen oder so immer mitnehmen kannst, sondern wirklich so viel, wie du willst. Das macht das Spiel irgendwann so lächerlich, aber es soll es ja auch sein. Aber gibt's das nicht auch für einen PC noch? Ja, aber der PC-Bot ist schrecklich. Okay, dann müssen wir es wohl über die Xbox. Über den Grabber ist immer ein bisschen komplizierter aufzunehmen, aber... Ey, das machen wir schon, über den Grabber dann. Oh, das muss ich... Okay, ich spiel jetzt Amazing Princess Sarah. Wer ist denn Amazing Princess Sarah? Sein Indie-Titel hab ich vor kurzem. Ah, ja, aber der ist so scheiße anscheinend. Mir egal, Claudio, ich hab dafür 3 Euro ausgegeben. Wo hast du den gekauft? Auf Steam? Nein, auf Xbox. Achso. Soll ich das machen? Das geht doch nicht. Oh, it's terrible, der. Oh, da ist Lilith. Was? Der Bösewicht in dem Spiel heißt Lilith. Oh, du musst davon Let's Show machen. Einfach so. Und alle Frauen in diesem Spiel haben Riesenbrüste. Das ist doch schön. Ja, da sagt Daniel nicht nein. Oder etwa doch. Nö. Große Brüste. Aber ich erwähne, dass ihr Spiel Lilith hat, dann wird Daniel mich nie wieder loslassen. Oh, es ist dein Satan! Du meinst Beavis, oder? Du willst mich nie wieder in Ruhe lassen. Oh ja. Gott, ey. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab gerestartet! Oh, Claudio! Du sollst deine Fingerreflexe besser in der Kontrolle halten. Ja, ich nehme mal an, dass ich sterbe. You have watched Games Intro until the end. Dafür mich gerade 50 Gamerscore bekommen. Oh Gott, ey, ich hasse mein Leben. Oh, ich kann eine Uhr hochnehmen. Das Spiel wenigstens Ohrwurmpotenzial. Warte mal. Yes, I did it. Yes, I did it. Es hat ein Remix vom Moonlight Sonata. Yes, I did it. Um was geht's denn in dem Game überhaupt, außer Frauen mit großen Brüsten? Also es ist irgendwie so, du bist die Tochter des Königs, so es aussieht. Und dann kam diese Lilith mit ihrer Dämonenarmee. Das gibt's doch. Und hat das Schloss überfallen. Yes. Und dann kamst du in den Raum, dann kam der Satan und hat dich mitgenommen und dann bin ich jetzt hier in dem Level gelandet. Und was ist das? Ist das eine Art Jump'n'Run? Ja, Side-Scrolling Jump'n'Run. Yes. Okay, mit irgendwelchen Special Features oder einfach trotzdem mal Jump'n'Run? Ist irgendwie wie ein Castlevania. Also es ist halt jetzt nicht irgendwie was es ausmacht oder so, es ist halt einfach die Idee der Story wahrscheinlich. Ich kann Gegner hochheben. Okay, und werfen. Yes! Als Prinzessin? Oh Gott, yes! Das... Und ich hab große Brüste, Mann! Ja, okay. Das ist auch ein Feature. Okay, stimmt, du hast recht, das ist auch ein Feature. Fast vergessen. Was soll ich das denn machen? Das geht irgendwie, das ist ein Pixel Perfect Jump. Ah, ich komm übrigens immer noch zu. Das ist wirklich sehr nett von dir. Okay, und da ist das Spiel von Claudio. Ich benutze einfach ich jetzt... Ich hab ja keine 2 Bildschirme, deswegen... Also doch, theoretisch schon. Ich könnte auf der einen Hälfte könnte ich auf meinen PC-Bildschirm gucken, die andere Hälfte könnte ich auf dem Fernsehbildschirm übertragen lassen, aber ich keine Lust. Alter, was ist denn... Oh! Was ist das? Riesenstachel, da Stacheln besteht. Ich hab's getan. Wow. Wow, der kommt bestimmt nochmal wieder. Und? Oder? Yeah, I want ice cream! Ich hab's geschafft!
Okay, tut mir leid. Und was ist da drin? Was da drin? Spike als Charakter! Ja, nice! Den verwenden wir natürlich. Hä? Warte nochmal. Was? So, wusch! Yeah. Der hat nicht mehr Beine, oder? Nein, der geht aber so. Okay, es wird Zeit für den nächsten Boss. Oh mein Gott! Was ist das denn? I heard you like Mudkips. Oh no! Yes, one more! God damn it! What the? Er kommt zu Flash, sein Makrosize. Shang Tsung wins. Warum? Shang Tsung wins. Warum? Als mich das Tropi hier getötet hat, kam der Pokédex-Eintrag von ihm. Fight! Yo! Oh Gott! Stachelchen wird ihn besiegen. So. Wer ist der? Aus welchem Spiel ist der? Mortal Kombat! Mortal Kombat. Er hat Haha Noob gesagt. Fight! Haha Noob! Aber ich kenn den. Ich hab das, warte mal, welches Model Comet habe ich? Ich hab irgendein Model Comet habe ich auf dem PC, das hat der Jonas mir mal rübergezogen ins Crack. Und da ist er aber glaube ich nicht dabei. Ich kann mich nicht schon. Du müsste eigentlich dabei sein. Okay, ich kann mich schon nicht mehr so genau an das Model Comet erinnern. Ich weiß nur, dass es voll Bock gemacht hat, diese Fatality-Attacken zu machen. Du, das war immer Bock. Das ist wie Kino. You suck. You suck. You suck. Shang Tsung win. Ah, schön. Claudio ist noch in der Phase, wo ich Spaß am besten mache. Ich mag ihn. Ja, er mag Mega Man auch. Ist eigentlich der er macht auch Sonic, er macht auch Hello Kitty. Irgendwann macht er sie nicht mehr. Aber das ist Shang Tsung. Wieso sollte ich ihn hassen? Weiß ich, Claudio. Vielleicht weil. Vielleicht weil er, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Well done, you suck. Well done, you suck. Lustig. Ich nehm doch trotzdem wieder Simon. Simon. Oh. Fight! Nein! Das Blöde ist, ich weiß nie, wo ich hinspringe. Fight! Oh mein Gott. Well diese erste done. Attacke ist voll. Da muss es irgendeinen Trick geben, auch. Haha! Merkt ihr. Nee, geht ja ganz schön, wie wirklich erfahrt. Jungs, ich habe den Logikfehler dieses Videospiels gefunden. Was ist es? Ich kann einen brennenden Gegner mit Holz attackieren. Voll den Schaden! Und ich dachte schon, es wären deine übergroßen Brüste. Well done. Nö. Das ist doch alles real. Okay, ich probiere also mal das Video auszuweichen. Dass jede Frau im Spiel übergroße Brüste hat, obwohl sie wahrscheinlich total eine schmale Taille hat. Fight. Ich sag dir, was real ist. Eine reale Frau, ja? Das yes, ist, Nein! Das ist eine Frau, die mit ihr Videospiele spielt. Nein, das ist, ich komm grad nicht. Ellie ist eine normale Frau aus Borderlands 2. Shang Tsung. Die hat nämlich zwar große Brüste, okay, wahrscheinlich schon wieder zu große, aber die hat wenigstens auch die entsprechende Statur, die das Ganze rechtfertigen. Sie ist fett. Ja. Well done. Well done. Auch um es gleich zu sagen, Ellie ist auch natürlich als wie Moxie. Ja. Well done. Guck, da ist er. You can. Oh, no. Ein rennender Fettsack. Mann, Patze. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn ich so ein Lust, also irgend so ein Spiel, wie du gerade spielst, spielen würde, dann würde ich direkt daran denken, Let's Show oder so davon zu machen. Deswegen könnte ich sowas gar nicht. That's the thing between you and me. I can video games for fun! Ich auch, aber nein! Habe ich das Bedürfnis von all meinen Let's Show und Let's Mann, um es der Welt zu zeigen. Ist mir doch egal. Oh Gott. Der erste Angriff ist etwas nervig auszuweichen. Wahrscheinlich überhaupt nicht, gar nicht nervig, aber ich bin nicht nervig. Fight! Du Herz, Zombie.
I'm gonna kill you. Well done. No! Well done. Don't you dare run away from me! Wow, was macht der eigentlich? Fährt der Fahrrad oder? Er tritt nach mir, es ist Liu Kang. Sieht so aus, als würde er Fahrrad fahren. Es sieht so aus, ich weiß, aber es ist eigentlich so. So. Ich finde die Geräusche, die er macht, die sind so genial. Well done. Well done. Er ist nicht zu erzählen. Shang Tsung, warum? Yes, I activate the Bhutan. Vor allem, wieso kommt hier davon? Hydropi, warum Hydropi? Well done. Ich mag zwar Hydropi, aber. Whoa. Nein, oh fuck. Verdammt. Well done. Ja, komm. Warum gibt es in diesem Spiel offene Türen, in die ich nicht reingehen kann? Einfach. Das ist die Frage. Also erwartest du, dass du in eine offene Tür reingehen kannst? Weil da mir quasi ein Gang angezeigt wird. Und meine Logik in solchen Spielen sagt mir, ich kann in diese Tür dann reingehen. Aber okay, das ist zu sehr Castlevania, also geht das nicht. Man, I hate the Metroidvania. Du darfst nicht immer nach Gamer-Logik gehen, Mann. Hier ist Volt. Ja, ich muss nach Castlevania Symphony of the Night mit all den shitty Counterparts gehen. Ja. Nein, das war Spaß eigentlich. Symphony of the Night ist ein cooles Spiel gewesen. Ich mag diese ganzen Metroidvanias überhaupt nicht. Weil ich mag zwar Metroid, aber ich mag die Metroidvanias eigentlich. Das sind die Castlevania, die darauf nach dem Prinzip funktionieren. Das war irgendwie voll langweilig. Ich will mir Feinde, pass auf. Okay, er ist irgendwie gar nicht so schwer wie Mega Man. Ja, aber Mega Man ist auch ziemlich viel RNG Bullshit. Das stimmt. Ja, irgendwie auch, aber. Ja, so wie Sonic. Sonic ist auch irgendwie voll RNG Bullshit an manchen Stellen. Aber. Aber Dingens ist eigentlich voll. He's balanced. Balanced? Boss. Who's balanced? Dieser Boss. Wer? Findest du, denkst du, Claudio braucht hier lange, hier nicht so lange wie für Mega Man? Nee. Ist das eigentlich eine Original-Stage, das Model Kombat? Weiß ich nicht. Anscheinend schon. Ich hab die alten Super Nintendo Model Kombat alle gespielt. I can answer your questions. Guck, was er jetzt Mann, macht. Du kannst Patz einfach immer irgendwas fragen, der weiß direkt eine Antwort, Mann. Dein Gaming-Wissen ist ziemlich gut, muss man sagen. Thanks! Du solltest einen Blog schreiben und Vlogs machen. Und dann solltest du deine Serie. Ja, aber dachte ich, ich fall aber nicht in diese Kategorie rein, wie mich die Gesellschaft haben will. Der kleine sexy Nerd mit dieser hipster Brille. Ich schreib ne Brille, weil ich sie brauche. Ja? Nein, nicht wegen dir. Aber guck dir mal an. Irgendwie sind alle irgendwie dünn, tragen Brillen, haben irgendwie diesen Rauschebart, diesen leichten. Oh Mann, wieso bin ich so doof? Weil ich hab so auch so einen leichten Bart, aber. Ja, und dafür siehst du wiederum aus wie jeder zweite Mettler. Weiter. Schwarze Klamotten, ja, das ist auch nicht mehr nichts anderes. Du stereotypisch. Das ist schon seit den 80er Jahren nichts mehr anderes. Und jeder dieser Hip-Hop hat auch irgendwie eine doofe Cap. Ja. Ketten. Ja, ne Ketten. Ja, ein paar Tage mal diese komischen Ketten. Außer du gehörst auch nicht zu dieser Sorte, ich bin wannabe Gangster-Rapper. Well done. Moment. DTV-DNS trägt auch Ketten und er ist auch kein wannabe Gangster-Rapper. Ja, aber die Leute, die Rap hören und das tun, geben sie voll mit Haftbefehlen, Bushido und so die Dröhnung. Ja gut, das kann sein, aber die tragen auch all diese Brusttaschen. Okay, das auch. Das ist auch noch so ein Klischee, diese. Ich hab gerade voll die Stelle zum Grinden gefunden. Jogginghosen, Brust, was grinden? Kannst du im Level aufsteigen, oder? Ich kann gerade hier auf Level grinden, ich grinde jetzt einfach mal auf Level 5.
was passiert denn, wenn du wenn du im Level aufsteigst? Was kannst du denn das skillen? Ich kann nicht skillen, aber meine Energie wird. Meine HP-Anzahl wird mehr. Okay. Finish him! Ah, yeah. Oh nein! Zum Start. Wow. Das Jahr von der Amazing Princess Sarah hat sich an wie Kirby. Wenn er ja, ey, macht. Oh, shit. Shang Tsung, why you do this? Well done. Claudio? Ja? Daniel kann sich fragen, er hat definitiv nicht gespielt, aber Claudio, hast du jemals Kirby at the Amazing Mirror gespielt, oder wie das heißt? Nein. Okay. Ich bin nicht so. Kirby-Teile nicht so sehr. Okay, ich dachte, weil du das letzte Mal auf Kirby voll abgegangen bist. Weil er wollte wieder geil wegen der Musik und so. Achso, ja, ja. Hier, jedenfalls Kirby and the Amazing Mirror oder wie auch immer der Titel heißt, mir egal. Ich hab das Spiel nie durchspielen können. Wieso? Weil du quasi so gesehen, du musstest durch die Welt rennen und irgendwie fand ich den Weg in spezielle Welten nicht mehr. Mega Man. Sehr gut. So, ich bin jetzt Level 5 und hab 30 HP. Also es gab quasi eine Oberwelt, wo die Levels auswählen konntest. Nein, quasi so gesehen, quasi du hast... Es ist quasi... Es sind zwar immer noch verschiedene einzelne Räume, aber die Welt an sich ist komplett zusammengequetscht. Ah, okay, das heißt, du... Rage-Style. So Open-Schlauch-mäßig. Nicht wirklich Open-Schlauch, weil du konntest quasi von einer Welt zur anderen gehen ohne Probleme. So, jetzt lustig. Also eher so Dark Souls-mäßig. Oh, fuck! Könnte man vergleichen. Verrückt. Wobei der Axis auch wieder von dir verlangt, dass du halt eben das Level hast. Ja, okay. Ja. Aber du kannst theoretisch... Ja, es gibt keine wirkliche Oberwelt bei Dark Souls. Zumindest im ersten Teil nicht. Im zweiten Teil gibt es ja immer noch dieses Majula als Hauptstützpunkt. Gedöns. Ja, gut, das ist einfach deine Hub-World, so wie okay. Halt... Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Oh, ja. Tschüss.